Ja, hallo, ich bin der Christian Freisleben, Fachhochschule St. Pölten, im Skill-Team mitverantwortlich für den Tag der Lehre. Und ich habe hier zu Gast heute die Frau Schöfthaler von der FAG Innsbruck und ich bitte, dass Sie sich kurz vorstellen. Ja, grüß Gott, Herr Freisleben. Mein Name ist Cornelia Schöfthaler. Ich bin Physiotherapeutin und Lehrende am FH-Studiengang Physiotherapie oder Bachelor-Studiengang Physiotherapie in Innsbruck an der FH. Und bin schon seit 30 Jahren Physiotherapeutin und seit ca. 15 Jahren Lehrende hier am Studiengang. Okay, wir freuen uns sehr, dass Sie Teil des Disk Space am Tag der Lehre am 19. Oktober bei uns sind. Und was mich interessieren würde, ist, was bringen Sie denn dort inhaltlich ein? Ja, wir haben hier am Studiengang bzw. an der FH studiengangsübergreifend ein Portfolio eingeführt, berufsbegleitend oder ausbildungsbegleitend in den Studiengängen Physiotherapie, Ergotherapie, Hebamme und BMA. Und begleiten diese Portfolioarbeit auch wissenschaftlich. Und dieses Implementieren von diesem Portfolio in den Studiengängen wollten wir eigentlich deswegen machen, weil wir selber so ein Portfolio führen mussten, während wir unsere Ausbildung zu Pädagoginnen durchgemacht haben. Und weil wir hoffen, dass unsere Studierenden die gleichen Benefits daraus ziehen, wie wir damals gezogen haben. Nämlich welche? Ja, und zwar, dass wir durch die geleiteten Reflexionen, die hier schriftlich in das Portfolio einfließen, zu einem vertiefenden Lernen führen und die Entwicklung, die die Studierenden durchmachen, zu ihrer Professionalisierung als Physiotherapeuten, Ergotherapeuten, Hebammen und BMAs selber erleben und auch positiv wahrnehmen können. Ja, wie geht das, Studierende dazu zu motivieren, so ein Portfolio zu führen, weil das ist ja auch einiges an Zeitaufwand. Ja, das ist eine sehr gute Frage und das gelingt uns immer besser. Es hängt davon ab, wie engagiert die Lehrenden sind, das anzuheizen quasi, dass die Studierenden da mitmachen. Außerdem ist es Pflicht, das ist schon, muss schon Motivation sein. Und wir geben Ihnen auch immer persönliches Feedback zu Ihrer Portfolioarbeit, die Ihnen aufzeigt, wie positiv diese Entwicklung auch für uns wahrnehmbar ist. Ja, wie umfangreich kann ich mir sowas vorstellen, so ein Portfolio zu führen? Ja, die Studierenden bekommen pro Semester, das ist immer eine dreijährige Ausbildung, also 6 Semester, bekommen pro Semester mehrere Pflichtdokumente, die sie bearbeiten müssen und 1 bis 2 Wahldokumente, die in dieses Portfolio einfließen. Im ersten Semester, wo das quasi angelegt wird, das Portfolio ist am meisten Workload zu erwarten für die Studierenden. In den späteren Semestern ist es relativ überschaubar. Ich würde jetzt mal sagen, eine Stunde pro Woche würde reichen, um das zu führen. Ja. Wie schauen da die Rückmeldungen von Lernenden aus? Wir haben mal eine Befragung gemacht unter den portfolioführenden Studierenden und haben eigentlich durchwegs positive Rückmeldungen bekommen über den Benefit, den sie daraus ziehen. Es waren natürlich kritische Meinungen dabei, die gesagt haben, es ist viel zu viel Schreiberei und viel zu viel und reflektieren tun sie ja sowieso immer. Und ja, dieses Verschriftlichen der Reflexionen ist für sie sehr anstrengend zum Teil. Aber es gibt sehr viele positive Rückmeldungen. Ja, wunderbar. Das heißt, wir haben beim Tag der Lehre dann die Möglichkeit, das noch intensiver kennenzulernen und zu erfahren. Ja. Auf das freuen wir uns schon sehr. Ich danke herzlich für dieses Gespräch.